Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder. Es ist laut, es ist schmutzig, es stinkt. Wir sind bei Rage. Wir sind auf der Spur des Kultes des Totengottes. Und ja, was soll ich sagen? Es ist alles sehr abstrakt hier, sehr schmutzig, habe ich schon gesagt. Wir werden natürlich herausfinden, was hier so dieser komische Kult ist. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Oh, ja, ich habe sogar noch geschafft, nice. Ah, da kommen wir auch noch hin. Das ist doch nicht umsonst hier oben. Ah, sieh mal einer an. Eine Kiste. Was haben wir hier? Abi-Pfeil, cool. Aber da muss ich runter? Scheiße. Wirklich? Da muss ich runter? Oh Mann. Oh shit. Okay, machen wir. Machen wir. Der hat seinen eigenen Kollegen gegrillt. Ich muss sagen, manchmal benutze ich die Waffe schon ganz gerne. Die ist einfach witzig. Besonders wenn man sowas macht. Das ist super. Nein! Hau ab da oben! Oh Gott, ey! Mach das kaputt jetzt! Ja, okay, so geht's auch. Ah, ich muss wirklich sagen, diese Zombie-Viecher hier, also, ja, es sind ja keine Zombies, es sind ja Mutanten, ne? Hey, sind echt anstrengend, die Viecher. Aha. Aha. Eins. Da kann man immer wieder Sachen finden. Ha. Durch hier. So. Nehmen wir. Lass mich durch hier. So. Hallo? Ist hier unten jemand? Was ist denn hier mit eurem komischen Totengott? Könnt ihr das mal lassen? Immer Ruf auf die Nudel. Ja. Was ist das hier überhaupt? Das ist einfach nur Zeug zum Craften. Deswegen kann ich das nicht mehr einsammeln. Ich dachte mal, das wäre Munition oder so. Abgang. Blödes Kackvieh. So. Oh Gott. Die haben mich kurz erschrocken. Die haben mich kurz erschrocken, muss ich ja zugeben. Ich bin doch so schreckhaft in so ein Spiel. Mann. Könnt ihr nicht machen. Oh, hier geht's lang. Wir könnten eigentlich auch mal den hier ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das bei denen so gut funktioniert. Ob sich anzünden wirklich rentiert bei denen. Wählen wir mal aus kurz.
Oh, was haben wir denn hier? Oh, ich glaube, wir machen die Luke links auf. Ja. Okay, das geht übrigens schon mal nicht, ne? Gott! Uncool! Plop! Plop! Ping! Ich glaube, das bringt bei denen nichts. Bin ich mir aber nicht so sicher. Aber ich glaube, weil die brennen, bringt das an sich nicht so viel. Ja, ups, wer seid ihr denn alle? Möchte noch jemand? Das sieht doch voll aus wie eine Arena hier. Das ist doch Safe Call eine Arena. Und zwar wahrscheinlich für einen großen. Das ist aber so Safe Call eine Arena. Hm. Ja, gut. Und Pistole sind für mich. Scheint sogar meine Größe zu sein. Der cool. Kram ist zwar alt, aber verdammt cool. Nikki Rain? Ja, sagtest du Nikki Rain? Lol. Kannst du das bitte lassen? Was ist das hier? Gott, was passiert hier? So viel dazu. Okay. Sollte mich bei Marshall melden. Hey Marsh. Okay. Hab erledigt, was dein alter komischer Kumpel verlangte. Gut. Glaub, ich hab dabei eine gesamte Kultur zerstört. Die hatten eine extrem alte, aber coole Ark-Ausrüstung. Du solltest noch mal mit meinem Kumpel reden. Er war noch nicht fertig. Er ist zwar etwas creepy, aber na gut. Aber na gut. Okay. Okay, das war also eine Verehrung von Nikki Rain. Also Nikki Rain ist halt der Protagonist des ersten Rage. Ganz interessant. Das ist ganz interessant. Wir haben also auch seine Rüstung eingesammelt. Haben wir jetzt auch diese Waffe? Tatsache. Cool. Das ist halt auch eine Waffe aus dem ersten Teil. Das ist so eine der ersten Waffen. Sehr cool. I like it. I like it. Wenn ich schon wieder mich frage, was da oben los ist. Wieder ganz schön laut. Nam, nam, nam. Mach mal auf hier. So, Totengott zerstört. Das müssten die ja nicht mehr so auf den Sack gehen, oder? Oh, da sind wir rausgekommen. Okay. So. Nochmal zum Kumpel gehen, sagst du. Okay, machen wir. Was zum Teufel war das? Sah aus wie ein Sniper-Schuss. Ganz ruhig hier. Ganz ruhig hier. Oh, warte, was? Ist das so eine Lasermutanten oder was? Was ist hier los? Da hinten. Oh, no, 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 no.
Hi, wie geht's denn so, hä? Ja. Alle tot? Habt ihr verdient, ne? Machen hier auch immer ein Terz, ey. Ich frag mich, wann die Mission, diese generelle Mission für Mai fertig ist. Da kriegt man ja wieder irgendwelche Skins oder so. Wäre ganz geil. Mir gefällt der Skin, den es da gibt, diesen einen schwarzen für dieses Gewehr hier. Das Gewehr benutze ich ja sowieso mit am häufigsten. Da können wir generell mal kurz gucken. Waffen. Ah, hier. Siedlerpistole. Oh. Kann man mal machen, ne? Das ist der Revolver. Wir wollen aber gerade mal hier Ranger-Gewehr. Und zwar... Ach so, wir haben keine Punkte. Mist. Wir brauchen unbedingt Punkte. Alles klar. Das war übrigens ein Mutant. Diese Waffen haben nur Mutanten. Sehr merkwürdig hier alles. Noch jemand was zu sagen? Nicht? Okay. Bitte? Egal was da war, es ist tot. Ich muss mal kurz was nachgucken. Moment. Okay, alles gut. Egal. Waren wir da schon mal drin? Ja, stimmt, da war dieses Hoverboot. Was ich immer noch gerne fahren möchte. Das kann nur cool sein. Mach ich mir froh, wenn wir aus dem Gebiet hier wieder weg sind. Ich mag dieses Gebiet nicht. Es ist schmutzig. Es stinkt. Warte mal, wo? Wo zum Teufel müssen wir hin? Ja, da müssen wir hin. Da, zu dem Punkt da. Ich habe den nämlich gerade nicht auf der Map gesehen. Da kitzelt's mich. Da hättet ihr gerne, ne? Dass er mich wieder überfahren tut, ja? Nee, 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 nee. Gibt's nicht. Diesmal nicht. Nichts zu danken. Hier ist alles verlassen. Wo ist der Typ? Ach, das sind die Typen übrigens. Das hat sich übrigens nicht gut angehört, ne? Hallo? Ein altes Vokolog. Hören wir mal rein. Okay. Gut gemacht. Geschichte, so wie die Mutanten. Die alte Rüstung und die Knarre kannst du behalten. Sie gehörten einst Nicholas Rain. Der braucht sie nicht mehr. Du hingegen schon. Krass. Nicholas Rain war der Totengott? Nun ja, es macht Sinn, dass die Mutanten das glaubten. Hat dieser Typ hier vielleicht Nicholas? Nee, kann er eigentlich nicht. Dafür ist die Timeline viel zu weit. Aber es wäre cool. Sag mal, wie lange spielt Rage 2 eigentlich nach Rage 1? Es ist doch schon eine ganze Weile, oder?
habe das gerade nicht mehr so im Kopf. Aber ich glaube, das ist schon eine ganze Weile, was hier spielt. Also von der Timeline her. Aber wie gut wäre das bitte, dass Nicolas Rage gewesen wäre. Also der Protagonist, den man beim ersten Teil gespielt hätte. Gott, wie gut das wäre. Heizt gerade irgendwo ein großer Konvoi lang. Oh, ich ist schon wieder der Sound weg. Alter, ich kotze im Strahl, ne? Ich kotze im Strahl. Was soll denn die Scheiße hier schon wieder? Ich kotze echt im Strahl heute noch. Ah, die ganze Zeit geht mir dieser Bug nicht auf den Keks, ne? Heute gleich zweimal. Dreimal, by the way. Ja? Ne, zweimal. Ich muss wirklich sagen, ich bin froh, wenn ich Rage 2 durchgespielt habe. Denn dann kann ich das deinstallieren. Denn durch dieses Spiel kommt dieser Soundbug bei allen anderen Spielen auch. Das geht gar nicht. Das ist der größte Schund, den man sich vorstellen kann. Rage ist einfach dafür verantwortlich, dass ich in allen möglichen anderen Spielen auch Soundaufhänger habe. Mann, Mann, Mann. Hat man vielleicht schon gemerkt, wenn man andere, naja, Projekte verfolgt oder so. Auf jeden Fall bin ich ehrlich, kotzt mich hart an, ne? Also richtig hart. Hi! Lass das. Ihr interessiert mich nicht, ihr Typen. Lass mich durch hier. Lass mich durch hier. Oh Gott, tief. Okay, wo sind wir hier? Da hinten ist schon wieder Fat Action mit großen Mutanten, glaube ich. Auf Wiedersehen. Oh, wo immer das Ding auch hinfliegt. Okay, das sieht übrigens gerade ziemlich cool aus, ne? Also grafisch hat das Spiel schon was. Es ist keine Bombe, aber grafisch hat es trotzdem was. Okay. Hier soll der Typ sein, ja? Hier soll unser Auto sein. Lazuni, die Sumpfstadt. Mal sehen, was ich dort über Dr. Quasi herausfinde. Quasi. Dr. Quasi. Da sind wir. Mann, bist du sexy. Was willst du zeigen? Ja? Kinder, das passiert, wenn man zu oft an Kleber schnüffelt. Ja? Also überlegt euch an, was... Holt euch nur Markenkleber zum Schnüffeln, ja? Ansonsten, ihr wisst ja, das. Ranger. Hey. Hey. Yo. Was ist los mit der Stadt? Holy shit. Alter, ist die verkorkst, die Stadt. Die pieken ihn mit Stück. Was zum Teufel ist los in der Stadt? Ranger! Ich hab schon ewig keinen Ranger mehr gesehen. Ja, du wirst auch so schnell mit keinem weiteren reden. Hey! Morgen. Ist das eine Korksstadt? Ach, bist du aufgestanden?
Was sexy, sexy Schlüpper hast du an, Alter. Oh Mann, ey. Das ist die neue Mode, okay. Oh Mann. Ist das hier alles stumpf? Monster Truck, okay. Wir müssen damit was quatschen. Ey, zündel mich ja nicht an, ja. Ich hab schon ewig keinen Ranger mehr. Okay. Wir haben Rücken an Rücken gekämpft, deinesgleichen und meinesgleichen. Im Krieg. Ich bin Mo Rummy, ein alter Veteran, der auf die Leute in Laguni aufpasst. Ich lebe schon lange hier und kenn so gut wie jeden. Kennst du einen Dr. Quasir? Wissenschaftler, ziemlich alt? Diesen Namen habe ich ewig nicht mehr gehört. Zuletzt kurz nach dem Krieg. Er ist tief rein nach Secreto und verschwunden. Keiner hat ihn mehr gesehen. Weißt du sonst noch was? Tja, das Gebiet um seine Basis herum ist eigentlich ziemlich ruhig, wegen der hohen Sicherheit aus alten Tagen. Aber zuletzt war es in dem Teil der Marsch ziemlich laut. Okay, ich sehe mir das mal an. Okay. Hier haben wir auch Kopfgelder, die wir mal annehmen können, ne? Oh Gott, Alter. Eine Trillion Sachen hier, die man machen kann, ne? Ai, 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 ai. Da ist unser nächstes Ziel. Alles klar. Aber da werden wir erst nächste Folge hingehen. Wieder einmal. Und dann heißt es... It's Gaswalker. Guten Tag, Dr. Quasi. Bis dann.